Willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Wir stehen hier direkt vor der Bucht der Verwesung oder im Englischen Cove of Decay. Ja, und da gehen wir jetzt auch direkt rein. Der Vertrag über den epische Angler oder einfach nur die Bucht der Verwesung. Wir gehen einfach nur zur Bucht der Verwesung. Ich hoffe, das war richtig. Das ist richtig. Denn wir sollen jetzt, was sollen wir denn eigentlich tun? Ich lese es gleich vor, sobald ich es wieder sehe. Ich klicke jetzt erstmal den ganzen Müll hier weg. Das ist Anführers, mach's weg. Flickwandteppich auch weg. Ich muss die wertvollen Gegenstände finden, die sich an Bord der Klagelied der Ketgen befanden. So, jetzt sehen wir hier schon jede Menge Skelette. Stufe 29, das heißt deutlich unter uns. Und das ist hier die Bucht der Verwesung. Und deswegen heißt es auch so, weil das ist hier eine Bucht und hier, das ist alles am Verwesen. Und deswegen nennt man das, Bucht der Verwesung. Ein Schlammstein. Und hier gibt es auch jede Menge Entschuldigung, was ist denn los mit mir? Hier gibt es auch jede Menge Rohstoffe zum Einsammeln. Aber wir müssen hier ins Wasser. Da Gezeitenkrage. Und das steigern wir auch gleichzeitig unseren Schwimmskill. Und hier unten ist Lehmnisch. Dieses Wrack, das könnte die Klagelied sein. Ich will es jetzt nicht beschwören. Und da vorne seht ihr schon den grauen Octagorgon. Das ist jetzt kein richtiger Epic-Gegner. Ich habe den Sperrer in Erinnerung. Es ist nur ein besonderer Gegner. Früher war das definitiv... Nee. Oder? Das war kein Epic-Gegner. Ah, jetzt habe ich es. Ich erkläre es euch gleich. Wir machen jetzt erstmal diesen Octagorgon tot. Und wie machen wir das jetzt hier? So, so, so und so. Er hat uns etwas gestunt. Das war es auch gleich schon wieder. So, und da liegt er. Ach, da kommen noch die ganzen Skelette rein. Zack. Weil dieser Octagorgon nie reinkommt. Aber auch das macht uns nichts. So, wir müssen jetzt mal hier... Der hat doch bestimmt hier irgendwo was verloren. Zumindest hat er das früher mal. So eine kleine Schatzkiste oder sowas. Ich sehe jetzt gar nichts. Wo ist es denn hin? Mal kurz wieder Luft holen. Und wieder runter. Wo ist es denn jetzt? Wenn ich das jetzt nicht finde, dann kriege ich aber die Krise. Das sage ich euch. Hier ist nirgendwo was. Das kann doch nicht sein, Leute. Ich muss wieder Luft holen. Dieser Octagorgon hatte immer eine Kiste verloren. In dieser Kiste war was. Wahrscheinlich genau das, was wir gesucht haben. Aber wo ist er denn? Oder muss er dazu farbig sein? Also normalerweise müssen die Gegner farbig sein, damit sie Kisten verlieren. Ja, das ist richtig. Ich gucke nochmal auf die Karte. Gehen mal hier gerade. Wir bleiben mal so im schwimmenden Zustand. Ich zoome hier mal ran. Dilettos Orders Intercepted. Das ist die Quest, die wir brauchen. Da hinten. Chest. Octagorgon. Also jetzt hier. Und jetzt hier direkt unter Wasser. Wo ist denn jetzt diese? Das sind doch diese verschiedenen Drohnen. Da, ach, die lässt sich anklicken. Wieso habe ich denn hier gleich gesehen? Ihr erhaltet teilweise verdaute Hand. Ja, eine teilweise verdaute Hand. Aber vielen Dank für diesen Kisteninhalt. Ich muss die wertvollen Gegenstände finden, die sich an Bord der Klagelieder der Ketgen befanden. So, jetzt gucke ich mir mal die teilweise verdaute Hand an. Untersuchen. Ihr fandet die verrottete Hand im Bauch des Octagorgons. Ist das das, was wir brauchen? Ich bin mir da nicht sicher. Dann kommt jetzt der Epic-Gegner, von dem ich euch erzählen wollte. Aber hier gibt es auch sonst nichts mehr, ne? Ich wusste nicht, ob wir diesen Step machen müssen, aber scheinbar müssen wir ihn tatsächlich machen.
So, jetzt schwimmen wir nämlich hier zurück. Jetzt müssen wir die Hand ins Feuer legen. Daran kann ich mich noch erinnern. Und dann kommt ein Epic-Gegner. Ja, und dieser Epic-Gegner ist natürlich grau, aber Epic ist Epic. Auch wenn sie grau sind. Skeletthand in die Flammen platzieren. Ah, jetzt ist es auf einmal eine Skeletthand. Gerade eben war es noch eine teilweise verdorrte Hand. Hauptmann Odysseus. Auch das ist wieder kein Epic-Gegner. Es ist alles abgeschwächt worden hier. Bisschen ärgerlich. Ich meine, gut für uns, geht schneller. Aber ich weiß noch, man gefloppt wie die Großen damals, um den umzukriegen. Und hier haben wir unseren Quest-Bling bekommen. Ich muss Näheres rausfinden, über die zerrissene Seitentasche herausfinden, die ich bei Kapitän Odysseus gefunden habe. So, was haben wir hier noch? Gibt's da noch was? Nö. Die Knochen verbrennen in einer seltsam anmutenden Flamme. Die rechte Hand scheint vom Scheiterhaufen verschwunden zu sein. Okay, jetzt gucke ich mal, was wir hier im Inventar haben. Nichts mehr, schön. Ich muss Näheres über die zerrissene Seitentasche herausfinden, die ich bei Kapitän Odysseus gefunden habe. So, ich denke mal, wir müssen mal ins Questlog gucken, weil ich bin nämlich momentan etwas überfragt. Alternativverbesserung wissen. Meint ihr, ich könnte mir das einmal merken? Wo das ist? Hier. Nein. Falsche Quest. So, das sind unsere aktiven Quests. Ihr seht, wir haben eigentlich eine ganze Menge. So, unter was ist das jetzt eingeordnet? Heroisch, der Polterhöhlen, nein, Schloss Nektopus, Donnersteppe. Wo ist denn jetzt diese Quest hin? Da ist er doch, die Ruinen von Vasun. Unter diesem Reiter ist es eingeordnet. Aha. Alles klar, Sony. Ich habe draußen in der Donnersteppe bei der Leiche eines Rautonkas einen interessanten Satz Befehle gefunden. Anscheinend war der Rautonka damit beauftragt, ein altes Schiff zu suchen, das auf See vermisst wurde. Der Arbeitgeber der Rautonkas wollte anscheinend unbedingt erfahren, wo sich ein bestimmtes Objekt befindet, das an Bord des Schiffes war. Vielleicht könnte ich ja diese Klagelieder Ketgen finden und in Erfahrung bringen, was damit geschehen ist. Ich muss Näheres über die zerrissene Seitentasche und ihren Inhalt herausfinden, wie ich beim Kapitän der Klagelied der Ketgen gefunden habe. Vielleicht kann mir die Tasche etwas über den Verbleib ihres Inhalts verraten. So, ich habe leider keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Ich kann euch nur eins sagen, wir müssen hier wieder raus und deswegen gehen wir auch als erstes mal gleich wieder raus. So, und langsam merke ich, dass ich schon wieder viel gesprochen habe heute. Denn das ist jetzt meine dritte Aufnahme in Folge heute. Ich habe allerdings auch noch ein paar vor, damit ich zumindest nächste Woche mal, wenn ihr das schaut, ist wahrscheinlich schon nächste Woche, mal ein paar mehr Folgen wie sonst erscheinen. Und wir machen einen ganz kleinen Schnitt und ich bin sofort wieder für euch da. Tja, und dann bin ich auch schon wieder zurück. Habe gerade mal in Erfahrung gebracht, wie es denn jetzt weitergeht. Nehmt es mir nicht übel, dass ich mal nachgeschaut habe, denn wenn ich jetzt hier in der ganzen Everquest-Welt suchen würde, wo es denn vielleicht weitergeht, ja, dann bräuchte ich wahrscheinlich 1000 Folgen. Wir müssen jetzt nach Vasun. Und hätte ich das nicht rausgefunden, dann hätte ich es wahrscheinlich nie... Also hätte ich das jetzt nicht nachgelesen, dann hätte ich es wahrscheinlich nie rausgefunden. So rum ist richtig. So, wo sind wir denn hier gelandet? Wir sind jetzt erstmal hier weiter. Nora-Zeit, 10.44 Uhr. Schöne Zeit. Und wir gehen jetzt hier quer durch diese Einöde. Denn da hinten ist dann da irgendwo Vasun. Da waren wir jetzt schon mehrmals für mehrere Quests. Und auch in dieser müssen wir da wieder hingehen. Und ja, ich bin halt immer noch ein wenig am Zweifeln mit mir, weil ich eben mir einen Walkthrough angeschaut habe. Beziehungsweise es gibt auch eine EverQuest-Wiki, da habe ich eben nachgeschaut. Die Sache ist halt immer die, ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, wenn man Lösungen nur mit Hilfe eines Wikis rausbekommt. Aber da ja es wohl nirgendwo, wirklich nirgendwo ein Hinweis darauf war, dass wir jetzt nach Vasun müssen, schäme ich mich auch nicht dafür. So, komm, jetzt rein nach Vasun. Und ich nehme mir mal einen Schluck.
Was brauche ich euch ja nicht verraten, das ist sonntags mittags. Was gibt es da? Da gibt es natürlich Kaffee. Den gibt es bei mir nicht nur sonntags mittags, den gibt es auch abends, den gibt es nachts und morgens natürlich auch. So, willkommen zurück in Warzone. Hier wurde unser Walk deaktiviert, das heißt, wir müssen jetzt hier schön mit schön physisch, also nicht PH geschrieben, sondern FÜ wie Füße, physisch durch die Gegend laufen und ein Stück reingehen. Und zwar zum Workshop of the Enchanter. Und dieses Fragezeichen nehmen wir natürlich noch mit. Eine makellose Veränderungsscherbe. Und da brauchen wir auch noch ein paar davon. Sehr schön. Also ich mag ja was so und irgendwie gefällt es mir. Keine Ahnung. Weil das ist noch so eine richtig alte Zone. Nicht so ein instanzierter Blödsinn. Ich mag das nicht mit den ganzen Instanzen. Das war früher bei Ultima Online. Ich bin ja so ein alter Ultima Online-Spieler. Da war das so schön. Da gab es überhaupt keine Instanzen. Dann konnte jeder gleichzeitig überall hin. Und wenn da der Dungeon schon voll war, dann war er halt voll, ja. Ich fand, das war sehr, sehr geil. Ich finde diese Spiele heute wie WoW, ist ja allen voran, nicht so gut, weil ich möchte das auch euch mal erzählen, warum das so ist, während wir hier laufen. Ich finde die heutigen MMORPGs gar nicht mehr so gut. EverQuest 2 ist auch schon nicht mehr so und es wurde im Laufe der Zeit noch deutlich schlechter. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind hier früher in Ultima Online, war das noch so. Es gibt auch heute noch Spiele, bei denen es so ist, die sind aber nicht kommerziell, die gibt es nur praktisch unter der Theke. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr mal sowas spielen wollt, dann könnt ihr mich fragen, dann kann ich es euch verraten. Schicke ich euch mal ein paar Links. Ihr müsst euch das, wie gesagt, so vorstellen. Wir sind hier früher genau wie heute hier durch die Dungeons gelaufen. Die waren halt nicht instanziert. Und wenn dann einer gestorben ist, ja, dann lag er hier rum und seine Gegenstände gleich mit dazu. Das heißt, jeder konnte seine Gegenstände greifen, die er da mit sich rumführte. Das war alles sehr gefährlich. Und das hat aber auch einen gewissen Teil der Spannung ausgemacht. Und das gibt's halt heute nicht mehr. Klar, heute sind die Leute am Farmen, machen Raids, und um irgendwelche Epic-Gegenstände zu bekommen. Und wenn die dann geklaut werden, dann ist das Geheule groß. Aber auf der anderen Seite hat damals bei Ultima Online niemand solche Gegenstände dabei gehabt. Die hat man daheim in der Truhe liegen gehabt, wo niemand rankommte. Sicher versteckt. Und in die Dungeon ist man nur mit einer guten, soliden Ausrüstung reingegangen. Für den Fall, dass man, wenn man stirbt, nichts geklaut bekommt. Ihr müsst euch das aber so vorstellen, dass da nicht wie Kraut und Rüben waren. Denn wenn man eine böse Tat gemacht hatte, also eine böse Tat ist auch jetzt zum Beispiel von einem friedlichen Spieler die Gegenstände klauen, weil er tot ist, dann hatte das extreme Auswirkungen gehabt. Bis hin, dass man gar nicht mehr richtig spielen konnte. Also in Form, dass die Farbe sich geändert hat, die Farbe des Namens, so wie hier. Wir haben ja jetzt hier, Astral leuchtet jetzt grün. Das war damals auch so und die Farbe hat sich dann geändert bis rot. Und rot heißt, niemand musste Konsequenzen auf sich nehmen, wenn ein roter Spieler angriff. Rote Spieler konnten nicht mehr mit NPCs handeln, nicht mehr mit guten NPCs. Es gab noch ein paar böse versteckt. Also ich fand das System eigentlich richtig super klasse. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass es heute nicht mehr gewünscht ist. Und das hat mir den kompletten Spielspaß so ein bisschen versaut. Es gibt, wie gesagt, noch Spiele, da ist es so, bei Anfrage kann ich es gerne schreiben, aber die Spiele haben alle einen Nachteil. Es gibt nicht viele deutsche Spieler dort. Das heißt, man wird wohl oder übel sich auf Englisch unterhalten müssen. So, jetzt habe ich so viel geschwätzt, ich hatte die Karte schon auf. Wir müssen mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Workshop of the Enchanter. Ich gebe das einfach mal ein hier. Enchanter. Workshop of the Enchanter. Das ist ganz da hinten, okay. Verstehe. Das heißt, wir gehen jetzt da lang. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt richtig laufe. Wir probieren es einfach mal. Aber ich denke, es passt. Oder es passt doch nicht. Nee, wir sind hier falsch. Wo sind wir denn hier gelandet?
Erst daran kann ich mich ja überhaupt nicht mehr erinnern. Nee, irgendwie sind wir jetzt in der falschen Höhe. Wir müssen, glaube ich, einen Stockwerk höher. Das werden wir jetzt auch gleich tun. So, jetzt gehen wir nochmal hier. Jetzt gehen wir dahin. Und hier nochmal rein. Das müsste jetzt passen. Gerade eben waren wir irgendwie im falschen Stockwerk gewesen. Und ich glaube, ich war überhaupt noch nie falsch gewesen hier in dem Stockwerk. Aber irgendwann ist ja immer das erste Mal. So. Wir sind gleich da, Leute. Und mal gucken, was es dann so da Schönes gibt. Es ist schön, dass uns diese Golems hier nichts mehr tun. So, sind wir jetzt überhaupt richtig hier? Keine Ahnung. Werkstatt des Mentalisten, das sieht doch gut aus. So, was braucht man denn hier? Ich habe keine Ahnung. Gibt es hier irgendwo was zum Anklicken oder so? Mal gucken, diese Bücher hier. Nee, da gibt es nichts. Gibt es hier was? Außer die Gegner? Hm, nein. Seltsam, da muss doch irgendwo was geben. So, hier geht es auch nochmal weiter, aber da ist ja, glaube ich, überhaupt nichts. Außer, dass das Licht wieder spinnt. Das ist schon sehr seltsam. Hier. Was haben wir denn hier? Buch lesen. Ah, ich erfuhr, dass die Seitentasche dazu diente, den Mana-Stein zu... Konnte ich nicht mehr lesen. Ich muss das verzauberte Linnen vom Webermeister Ashrax holen. Wo ist der Ashrax? Mal auf die Karte gucken. Vielleicht ist er ja in diesem Raum. So, wir geben das hier nochmal in die Suche ein. Ash. Das wird noch nicht mal angezeigt. Super toll. Das könnte nämlich hier sein. Etzübimerisch. Nee, hört sich nicht so deutsch an irgendwie. Thümsen Züre. Webermeister. Der Webermeister ist da hinten, oder? Wavemaster Ashrax. Wieso habe ich den eben nicht in der Suche gefunden? Naja, so egal. Sind wir hier richtig? Ja, hier sind wir richtig. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ah nein! Jetzt bin ich falsch abgebogen. In die Kammer der Unsterblichkeit. Da waren wir auch schon mal drin gewesen. Da wohnt der Vasun selbst. Ja, und hätte ich da jetzt nicht angeklickt, dann wären wir wahrscheinlich schon dort. Also am Ziel. Und so muss Sony erst wieder die Surfer hochfahren. Okay, wir gehen aber direkt wieder zurück. Weil ich in meiner Dummheit, in meinem Anfall von Dummheit aus Versehen das Falsche angeklickt habe. So, hier geht's jetzt weiter. Genau. Komm, geht doch mal aus dem Weg hier. Ich habe übrigens überhaupt keine Ahnung, wie lange wir hier schon spielen. Ich glaube, wir spielen schon wieder eine ganze Weile. Ich habe nämlich vorhin nicht auf die Uhr geschaut, aber wir haben ja schon Cove of Decay und so weiter gemacht. Also keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zum Webermeister und dann lassen wir es wieder gut sein für heute. Weil ich will ja diese Folgen auch keine 40 Minuten lang werden lassen. Denn wer hat schon Bock, sich eine 40 Minuten lange Folge zu betrachten? Wobei ich persönlich, wenn es nach mir gehen würde, würde ich hier die Folgen immer eine Stunde lang machen. Und davon von mir aus nur, dafür von mir aus nur eine pro Woche. Aber die dann eine Stunde lang. Da ich mir ja diese Let's Plays, ich schaue mir selber auch sehr gerne Let's Plays an. Und ich mache das meistens abends, wenn ich auf der Couch liege. Und wenn dann eine Folge eine Stunde läuft, dann habe ich mehr davon, wie wenn ich alle 10 Minuten eine neue Folge anklicken muss. So, der Webermeister ist normalerweise hier zu finden, aber er ist gerade nicht zu Hause. Das heißt, entweder er spawnt nur alle paar Minuten oder hier war gerade jemand. Aber ich würde sagen, hier war gerade jemand, weil hier ist ja wirklich gar kein Gegner. So, jetzt ist halt die Frage. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir hier früher immer auf diese Wellen warten mussten. Da tauchen immer Wellen auf mit Gegnern und ab und zu ist dann eben dieser Webermeister mit dabei. Ja, und diese Wellen sind im Abstand von etwa 10 Minuten aufgetaucht. Ja, und wenn er dann 4-5 Wellen abwarten musste, dann hat es schon mal eine ganze Weile gedauert. Das machen wir natürlich nicht. Nicht,
Was habe ich denn für eine Aussprache schon wieder? Wir machen an dieser Stelle Schluss und wir locken dann wieder ins Spiel ein, wenn dieser Webermeister hier vor Ort ist. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dann offscreen ein Weilchen spielen, bis an der Stelle, wo der Webermeister auftaucht. Und dann steigen wir wieder hier mit der Aufnahme ein, so dass ihr direkt seht, wie es weitergeht und dass ich mir nicht irgendwelche Geschichten ausdenken muss stundenlang, weil es kann ja schon mal sein, dass es jetzt hier eine Stunde dauert. Ja, gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und eine schöne Nacht, eine gute Nacht oder was auch immer, je nachdem, wann ihr das guckt. Oder eine gute Arbeit, falls ihr das vor der Arbeit schaut. Ich bleibe jetzt noch eine Weilchen hier und warte auf den Webermeister. Und wenn er da ist, dann schalten wir wieder ein bei Kryo. Wie immer, freitagabends im Abendfernsehen. Nein, Quatsch. Dann schalten wir auf jeden Fall wieder ein und wir sehen uns in 3 Tagen wieder. Also, bis dann, macht's gut. So, Leute. Ich bin wieder da, das ging sehr schnell, ne? Ich wollte eben gerade auslocken, ich habe mich eben gerade verabschiedet. Und ihr wisst nicht, was dann passiert ist. Dann ist der Webermeister gespawnt und das heißt, das hängen wir natürlich noch dran an diese Folge. Denn wer weiß schon, wann der wieder auftaucht. Nehmen wir jetzt mal schön direkt platt hier, den Kerl. Ich habe bei den sterblichen Überresten des Webermeisters Ashrax verzauberte Linnen gefunden. Ja, und wir haben ein Rezept bekommen. Rezept für den Mannerstein. Das müssen wir bauen. So, aber jetzt, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge gehen wir heim. Wir gehen an den Werktisch und basteln das Rezept nach für den Mannerstein. Für den Mannersteinschleier vielmehr. Aber jetzt ist wirklich Schluss für heute. Also, bis dann, macht's gut.